Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Demo auf meinem YouTube-Kanal. Es geht fröhlich weiter. Wir bleiben ein bisschen mystisch. Wir gehen jetzt auf die Reise mit dem Haus von Baba Yaga. Ich bin sehr gespannt, was diese Demo uns alles zeigen wird. Ja, und mehr kann ich gar nicht sagen, außer ich nehme hier am Stück auf. Es kann sein, es gibt nicht zu jeder Folge ein Hallo und ein Tschüss. Ich sehe das dann hinterher, wie viel Material ich habe und wie viele Folgen ich draus schneide. Und ja, ich habe gesehen, das Spiel gibt es, glaube ich, aktuell nur in Englisch. Ich drücke einfach mal auf Start, aber ich denke, das sollte jetzt auch nicht das Problem sein mit der Sprache. So, los geht's. Soll ich das vorlesen? Weiß es nicht. There was a time when the land knew magic with its bones. When men knew of nature, not machines. The old ways were respected then, and riches revered. Better world? Perhaps. The time moves on, and if we do not move with it, the age of witchcraft will be lost to us forever. Fear the approach of one who may prove ready for such challenges. Who can embrace our past and unlock for future. One who has known hardship and pain. She has traveled far, yet the path ahead of her will prove greater than she has ever known. Our downfall or our salvation, only time will tell. Danke, dass wir die Demo spielen. Please note that leaving the map will end the demo. Okay. Das sind wir! Das sieht sehr grau aus. Haben wir Tattoos? Nicht lang ran, so, nee. Ganz viele Sommersprossen. Eisblaue Augen. Meine Augenfarbe. Ich glaube, ich mag die eisblauen Augen. So, zwei Zöpfchen oder ein Zopf. Zwei Zöpfe. Okay. So. So. Verbringt man nicht zu viel Zeit damit. Ringe. Ja, Ringe kann man schon machen. Okay. Muss ich jetzt auf Leave, wenn ich fertig bin? Oh, wir sind da. Ah, okay, hier können wir jederzeit uns bearbeiten. Wir haben super, wir haben voll die Fähigkeiten. Wir können mit einem Fingerschnips Feuer machen.
Wir laufen zum Mond. Nein, wir wollen... Wir wollen ins Spiel. Oh. Hat ein bisschen geruckelt. Beim Laden. Die Wolken sehen nicht schön aus. Ich muss auch sagen, ich habe die Grafikqualität nicht auf Maximum, glaube ich. Grundsätzlich, aber schöne Atmosphäre. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt Wiesing eigentlich anhabe, weil ich kann hier ein Kreuz machen. Ist das, heißt das Kreuz, ich habe es an? Okay, low war jetzt eigentlich nicht der Plan. Ah ja, ein bisschen besser vielleicht. Es leckt trotzdem. Egal. The Merchant. Hey, have you seen a wheel around here? Damn thing is falling off. Ein Rad? Ich suche eins. Ich gebe dir ein Rad. Aber wenn er... Nee, das muss ja eigentlich dann hier weiter vorne abgefallen sein, oder? Haben wir ein Wagenrad irgendwo gesehen? Wir kommen sonst nicht weiter, oder? Wo kommen wir? Okay, das ist der gleiche Text. Hier. Jetzt doch selber finden können. Händler. Ich sehe ihm bekannt aus. Felix. Curious Grunts. Okay. I know you like trouble as much as the next Slidney. But it's rude to pray. Hier ist es halt ein Händler. Ja. Gut, ich glaube, der hat jetzt nichts wirklich Wichtiges zu sagen gehabt. Außer, dass er ein Händler ist. Da läuft noch jemand übers Feld. Hier ist auch noch wer. Theodor. Ich sehe einen jungen Abenteurerreisenden. Wir haben alle Arbeit für uns. Das glaube ich. Kaya. Okay. Auf jeden Fall... Meinungen zur Hexe. Oh nein, eine Ziege ist verloren gegangen. Okay, ich guck mal, ob ich sie finde. Hi. Hier ist ein Baby. Ich habe eine Babyziege auf dem Arm. Okay, aber das ist nicht die, die fehlt. Die verloren gegangen ist.
Svetlana. Erstmal kurz noch quatschen mit den Leuten und dann suchen wir das Baby. Okay, die Begleitung der Hexe wurde schon sehr viele Jahre nicht mehr gesehen. Ja, das ist schön hier. Okay, wir suchen die Babyziege. Sie ist durch den Zaun abgehauen. Da muss ja irgendwo ein Zaun sein, der kaputt ist. Oder? Aber das ist natürlich jetzt auch nicht so... Also wenn sich die Ziege in diesem hohen Getreide versteckt... Werde ich sie wohl nicht sehen. Sitzt auch noch jemand? Machen die Vögel Krach? Aber was hast du noch zu sagen? Haus auf Füßen. Oh. Hey. Da musst du dich nicht gleich auf die Bank stellen. Wie hat's gerade. Habt ihr es gehört? Kam das von der Babyziege? Die wir suchen? Steckt sie hier unten irgendwo? Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie weit weg sie sein kann. Ich glaube, hier renne ich ja schon wieder so storytechnisch weiter. Ich gehe nochmal auf der anderen Seite. Ihr macht's mäh. Bist du im Ofen? Die sind am Haus, oder? Stehen einfach ineinander. Seht ihr das auch? Warte, wo ist hier? Du hast dann hier. Eine Zeichnung. Kann ich das Baby mitnehmen? Gut, dann gucken wir jetzt halt nochmal bei den Nachbarn. Wir haben die Ziege gerettet. Was gibt's hier noch? Ich hab Gold gefunden und Garderobe oder Möbel. Oh, können wir uns unser Zimmer einrichten in Baba Yagas Haus? Ja, ziemlich cool. Oh,
Okay, ich soll die Kürbisse reintragen. Gut, dass ich schon einen aufgehoben habe. Hier soll rein. Ja. Alle? Ich weiß nicht, warum sie immer springt. Wahrscheinlich, weil sie über Kürbisse läuft. Wenn es jetzt nicht die richtige Scheune ist. Okay. Ich habe irgendwas bekommen, aber es sind noch so viele. Oh. Aber es sind noch so viele Kürbisse übrig, hat sie gerade gesagt. Ich dachte, ich muss noch mehr tragen. Okay. Ist hier noch was? Nö. Da glaube ich auch sonst niemand. Okay. Wir haben geholfen. Okay, es gibt viele Gefahren im Wald. Und hier soll eine Hexe leben, die Kinder in ihre Hütte lockt, um sie zu essen. Okay. Okay, wir haben einen Kompass. Ich sehe dort hinten auch schon ein Haus. Ist das das Haus von Baba Yaga? Ja, aber hier noch gucken. Ich folge dem Weg. Der ist ja nicht umsonst beleuchtet. Oh. Was habe ich jetzt eingesammelt? Ich weiß nicht so genau, wo ich mein Inventar finde. IJ und Tab ist schon mal nicht. Wer wohnt hier? Hallo? Warte, ich bin wieder bei dem Dorf, wo ich schon war. Bisschen peinlich. Warte, wie komme ich da rüber? Nicht übers. Ah, nee, ist die Kiste. Warte, ich kann mit dem Boot vielleicht rüberfahren. Kann ich schwimmen? Ich kann einfach laufen.
nicht zu sammeln? Ja, muss ich. Das ist die Hexe! Weiß nicht, dass es rude ist, Spiel zu sein. Rude ist anmaßend. Nett, dass sie mich einfach einlädt. Collect nearby items. Geht aber nicht mit der linken Maustaste. Vielleicht muss ich erst mit der Hexe reden. Hot Water and Herbs. Okay. Wir müssen ihr Zutaten bringen. Sie hat Hunger.